Ja, wer sitzt denn da oben? Ja, ich sitze da oben. So, als erstes räumen wir jetzt hier die Kiste runter. So, wir haben Willi hier auch mal reingestellt und den getrocknet. Der ist jetzt schon wieder vollkommen okay. Wir wischen da jetzt mal noch mit so einem guten Mittelchen durch und dann ist das alles okay. Der Schimmel war wirklich nur so oberflächlich und die Sachen werden einmal alle gewaschen und dann ist gut. Ja, und wir müssen teilweise auch das Holz ein bisschen abschleifen. Ja, wir schleifen das Holz, wir gucken. Und wir haben jetzt gerade ein kleines Problem. Hier ist Stromausfall, weil heute Nacht war ein kleiner Sturm und da ist mal wieder ein Baum auf die Oberleitung gefallen. Und jetzt ist halt auch hier ein bisschen dunkel in der Hütte. Ich kann es nicht anders sagen, diese Kiste ist schon riesig. Süddi, leg dich mal, hock dich mal daneben. Ja, guck mal, wenn ich mich hier so hinlege, du passt da komplett rein, ne? Passt da komplett rein. Oh, ey, wir können uns da eine Badewanne rausbauen. Sollen wir uns da einen Pool rausbauen? Guck mal, Leute, die Kiste ist vom Dach und das Auto ist 5 cm höher. Der Strom ist wieder da. Wir haben jetzt auch die Batterie ein bisschen geladen. Ich habe mich in Kanadier-Look geworfen und jetzt würde ich sagen, starten wir nochmal, weil der alte Motor läuft hier noch und theoretisch kann man damit auch fahren. Wir wollen den nochmal waschen fahren. Ja, das wäre ganz fantastisch. Ja. Okay, lass mal ausprobieren. Okay. Er hat ein bisschen zu wenig Batteriepower, weil unsere Batterien flach sind. Laden wir nochmal ein bisschen. Wo ist denn das Ladegerät da hier? Ich habe mal gerade den Riemen rausgeholt. Mit diesem hier sind wir von Mexiko bis hier hoch nach Kanada gefahren. Und der hat eigentlich 7 Rippen, der hat nur noch 5. Guck mal, wie der aussieht. Und wenn man sich hier, guck mal. Damit sind wir komplett gefahren. 7000 Kilometer. Oder 6000 Kilometer. So, ich habe jetzt gerade mal die Batterien angeschlossen. Die zweite. Und jetzt muss ich mir hier die Sicherung reinfriemeln. Dann gucken wir mal, ob das denn überhaupt noch. Ah, so, hier blinkt schon was. Das Licht geht an. Hier. Lampe leuchtet, ich höre sogar schon den Venti laufen. Druckmäßig kommt es gut hier raus, ist nur noch kalt. Bin ich mal gespannt, ob es jetzt warm wird. Jetzt höre ich auch den Exhaust. Jetzt wird es, glaube ich, leicht warm. Jetzt hat es, glaube ich, gezündet. Jetzt macht es kapzum und das Auto fliegt schon wieder an. Nee. Aber man hört schon den Abgas, oder? Hörst du? So, jetzt wird's warm. Standheizung funktioniert. Alter, was macht die? Das war eine arg laute Standheizung zur Zeit. Ja, es wird auch noch optimiert. Wir haben hier sogar ein Software-Update für unsere Webasto.
So. Das Schlimmste wäre geschafft. Oh. Damit wir ein paar Sachen von dem Krempel aus der Kiste im Auto verstauen können, holen wir jetzt ein bisschen Holz und erweitern den Innenausbau. Wofür haben wir denn das Dach und keine Box mehr auf dem Dach? So, jetzt sind wir Besitzer eines neuen Abspanngurtes. Und so kommt auch unser Motor. Nur in die andere Richtung. Der fährt jetzt hier schon seit, ich weiß nicht, einer Viertelstunde fahren die Container hier lang. Und es nimmt gar kein Ende. Es nimmt kein Ende. Jetzt gibt es erstmal den Schimmel an den Kragen. Ja, wir haben hier im Baumarkt eine Mold Control gefunden. Kills and Prevents Mold. Ja, und damit habe ich das ganze Auto eingesprüht und lecker! Ich glaube, da ist aber auch nicht nur Schimmel, sondern auch noch Mexiko und sonstige Pisten. So, genug für heute. Morgen geht's weiter. Oh, es wird kälter. Jetzt gucken wir uns mal das Zelt an. Okay, das Zelt sieht soweit gut aus. Mal gespannt. Da ist, ja, hier ist ein bisschen, ganz kleines bisschen da. Seht ihr da? Da ist ein bisschen. Aber sonst sieht es gut aus. So, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Und? Oh, ich kann da gar nicht hingucken. Hier drinnen sieht es super. Also hier drinnen ist nichts. Perfekt. Hier drinnen ist gar nichts. Ja, jetzt gucken wir uns noch unsere Matratze an. Nein, hier drinnen ist komplett. Hier drinnen sieht das Zelt aus wie neu. Oh, Gott sei Dank. Es riecht auch wie neu. Ja, hier ist. Alles wunderbar. Das wird mal sauber. Er riecht wie der Frühling hier drin. Ja. Traumhaft. Ich habe jetzt alles 5-mal desinfiziert. In die kleinsten, hintersten Ecken bin ich gegangen. Das ist Auto, da kannst du jetzt vom Boden essen. So, das Auto ist blitzeblank. Holz ist besorgt fürs nächste Mal. Dann gibt es nämlich neue Regale und ein bisschen mehr Stauraum innen drin. Ja. Und für die alte Kiste habe ich auch noch eine Idee. Vielleicht funktioniert das ja und wir können die vielleicht doch noch weiterverwenden. Und ich würde sagen, ihr haut auf den Like-Button, 2019 Style, auf den Abonnieren-Button und auf das kleine Glöckchen. Ja, da kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ein Video von uns rauskommt. Genau, damit ihr up-to-date seid. Und wenn ihr Lust habt, schaut mal im Store vorbei. Wir haben ganz viele Sachen im Sale. Vielleicht ist noch was da. Wenn ausverkauft, dann ausverkauft. Und bei Facebook gibt es die offizielle The Sunnyside-Gruppe. Und da gibt es immer mal ab und zu ein kleines Video über den aktuellen Stand der Dinge. Also schaut da mal vorbei. Könnt ihr ja mal vorbeischauen. Ja. Es gibt eine Eintrittsfrage. Und dann ganz schwere Eintrittsfrage. Eine ganz schwere Eintrittsfrage. Ja. Und dann, ja. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Haut rein. Der Weg lohnt sich übrigens.